Nein, Süßen. Der neue ADC Samira wurde vor wenigen Tagen etwas früher als gewohnt revealed und mit den Skillbeschreibungen alleine hatte ich sie noch nicht zu 100% verstanden. Jetzt konnte ich sie aber auf dem PBE testen, um euch hier den Ability Spotlight möglichst kurz und verständlich zu präsentieren. Samiras Passive ist Daredevil Impulse. Samira hat einen Style-Rang von E bis S, also E, D, C, B, A, S, den sie erhöht, wenn sie Fähigkeiten oder Angriffe an gegnerischen Champions benutzt, die sich von ihrem vorherigen Angriff unterscheiden. Einen S-Rang erhält sie also sowohl durch Auto-Attack Q, W, E, Auto-Attack Q, als auch durch Auto-Attack Q, Auto-Attack Q, Auto-Attack Q. Wenn ihr Angriffe macht, die sich nicht vom vorherigen Angriff unterscheiden, bleibt ihr so lange einfach auf eurem aktuellen Rang. Ihr könnt also zum Beispiel mit Q, E, Auto-Attack bis Rang C kommen und bleibt dort dann, solange ihr weiterhin nur Auto-Attacks macht. Wenn ihr dann wieder mit anderen Fähigkeiten weitermacht, steigt der Rang wieder. Erst wenn ihr mehrere Sekunden keinen Champion angegriffen oder eure Ulti verwendet habt, verschwindet euer aktueller Rang komplett. Pro Rang erhaltet ihr außerdem etwas Lauftempo. Samira hat zwar 500 Reichweite, sollte sie aber Gegner in Nahkampfreichweite angreifen, nutzt sie dafür statt ihrer Pistole ein Schwert, das zusätzlichen magischen Schaden basierend auf den fehlenden Leben des Gegners verursacht. Wenn Samira bewegungsunfähige Gegner angreift, werden diese für eine halbe Sekunde in die Luft geworfen und kriegen Schaden von 6 separaten Angriffen. Bei bewegungsunfähigen Gegnern, die sich etwas außerhalb von Samiras Reichweite befinden, dasht sie einfach in Reichweite. Mit dem Q-Spell Flare feuert ihr einen Schuss in gewählte Richtung, der physischen Schaden am ersten getroffenen Ziel verursacht. Nutzt ihr diese Fähigkeit in Nahkampfreichweite, verursacht ihr stattdessen Schaden mit eurem Schwert in einem Kegel vor euch. Die Fähigkeit kann mit 25% extra Schaden auch critten. Nutzt ihr die Fähigkeit während eurer E, trifft Samira alle Gegner auf dem Weg. Ja, Spoiler, die ist ein Dash, kommen wir gleich zu. Beim W-Spell Blade Whirl schwingt Samira eine Sekunde lang ihr Schwert um sich herum und zerstört dabei Projektile. Am Anfang und am Ende der Fähigkeit verursacht ihr physischen Schaden. Der E-Spell Wild Rush ist wie bereits gesagt ein Dash, der aber nicht frei, sondern nur auf Gegner oder Verbündete genutzt werden kann und dabei bei Gegnern magischen Schaden verursacht und euch außerdem für 3 Sekunden extra Angriffstempo gewährt. Wenn ihr einen gegnerischen Champion tötet, resettet die Abklingzeit der Fähigkeit. Zu guter Letzt die Ulti, Inferno Trigger. Diese Fähigkeit könnt ihr nur benutzen, wenn ihr aktuell einen S-Rang habt. Hiermit ballert ihr alles ab, was euch in die Quere kommt, um genau zu sein 10 Treffer an allen Gegnern, die euch direkt umgeben, über 2 Sekunden und jeder Treffer nutzt euren Lebensraub und kann critten. Hierbei sei übrigens angemerkt, dass diese Fähigkeit nur 3 Sekunden Abklingzeit hat und somit quasi immer benutzt werden kann, wenn ihr einen S-Rang habt. Das war soweit alles zu Samira. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung zum Champ übrigens ebenfalls. Lasst mir gerne ein Like da, ansonsten war es das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.